Trägst du auch noch Kot und Speisereste, die sich über Jahre angesammelt haben, mit dir herum? Schau dir in diesem Video an, wie du es schaffst, Kot und Speisereste, die sich über Jahre und Jahrzehnte angesammelt und sich hartnäckig an der Darmwand verkrustet haben, wieder loszuwerden. Ein gesunder Darm macht einen flachen Bauch. Aber nicht in jedem flachen Bauch steckt ein gesunder Darm. Wenn dein Bauch nicht flach ist, dann deutet das darauf hin, dass dein Dünndarm entzündet ist und dadurch deinen Bauch nach vorne wölbt. Je nachdem, wo die Wölbung sich befindet, kann man darauf schließen, ob es sich vermehrt um Gärungsbakterien handelt, die Gase bilden und den Bauch nach oben hin wölben, oder ob es sich vermehrt um Fäulnisbakterien handelt, die immer dann auftauchen, wenn im Darm Speise- und Kotreste verbleiben und den Dünndarm nach unten hin erschlaffen lassen. In dieser Abbildung siehst du die verschiedenen Bauchformen und deren Ursachen. Es gibt natürlich auch viele Mischformen, wo sowohl Gärungs- als auch Fäulnisbakterien die Ursache für einen gewölbten Bauch sind. Wie du unschwer an der Abbildung erkennen kannst, wirkt sich ein entzündeter Darm auch auf die Körperhaltung aus. Die meisten Rückenbeschwerden gehen mit einem entzündeten Darm einher. Und sogar Bandscheibenvorfälle können durch den Druck, den ein entzündeter Darm auf die Wirbelsäule ausübt, verursacht werden. Wie schafft man es nun, diese Kot- und Speisereste, die sich über Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben, wieder loszuwerden? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Und neben einer gesunden und ballaststoffreichen Ernährung gibt es auch unterschiedliche Methoden der Darmreinigung. Ich möchte dir in diesem Video eine Methode mit Bittersalz vorstellen, mit der ich und auch meine Klienten bisher die besten Erfahrungen gemacht haben. Bittersalz ist nichts anderes als Magnesiumsulfat und nicht zu verwechseln mit Glaubersalz. Im Gegensatz zu Glaubersalz, das aus Natriumsulfat besteht, ist Bittersalz auch für eine dauerhafte Einnahme geeignet. Denn eine Darmreinigung dauert mindestens 4 Wochen, meistens auch länger, und ich empfehle, sie vor oder parallel zur Schwefelkur zu machen. Bittersalz zieht Wasser aus dem Körper in den Darm hinein, das wiederum dazu führt, dass dieser sich dann dünnflüssig bis breiig entleert. Durch diese regelmäßige Durchspülung des Darms werden die Verkrustungen an den Darmwänden aufgeweicht, sodass diese sich lösen und mit dem nächsten Stuhlgang ausgespült werden. Das Bittersalz solltest du so dosieren, dass du Tag für Tag 2 bis 3 recht flüssige Entleerungen hast. Und da du durch die Entleerungen viel Wasser verlierst, solltest du täglich ausreichend stilles Wasser trinken und direkt nach einer Entleerung gleich mit mindestens einem großen Glas Wasser nachfüllen. Beginne am besten mit einem Teelöffel Bittersalz am Morgen, das du in einem Glas Wasser auflöst. Wenn die Dosierung noch nicht ausreicht, dann steigere diese auf bis zu 1 Esslöffel am Morgen. Und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann kannst du auch dieselbe Dosis oder eine geringere auch am Abend vor dem Schlafengehen einnehmen. Du solltest das Gefühl haben, dass über den Stuhlgang mehr rauskommt, als du über die Nahrung zuführst. Die Darmreinigung solltest du mindestens für 4 Wochen durchführen und wenn du dich damit wohlfühlst, auch gerne länger. Ein eindeutiges Zeichen für das Ende der Darmreinigung ist, wenn der Stuhl eine gelbe Färbung hat und nicht übel riecht. Durch die Darmreinigung wird dir die Schwefelkur leichter fallen. Je weniger der Schwefel im Darm auf Kot und Speisereste trifft, desto geringer werden die Nebenwirkungen sein. Zu den Nebenwirkungen werde ich an einem anderen Video etwas sagen. Vorher möchte ich das Thema Verstopfung nicht unerwähnt lassen, denn immer mehr jüngere Menschen bekommen bereits die Diagnose Darmkrebs. Und wie bei jeder chronischen Erkrankung beginnt auch beim Darmkrebs alles mit einer chronischen Entzündung des Darms. Menschen, die zu Verstopfung neigen, haben vermehrt Kotreste im Darm, die zu Entzündungen führen. Daher ist ein verstopfter oder träger Darm ein echtes Gesundheitsrisiko.
Chronisch verstopfte Menschen und Menschen mit einer sehr ballaststoffarmen Ernährungsweise haben ein besonders hohes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Kot, der nicht oder zu spät ausgeschieden wird, ist toxisch und daher empfehle ich, nicht zu lange damit zu warten, eine Entleerung mittels einem Einlauf oder einem anderen Hausmittel einzuleiten. Aber auch die Einnahme von Bittersalz kann da sehr hilfreich sein und wenn gleichzeitig der Anteil von Ballaststoffen in der Ernährungsweise erhöht wird, besteht auch nicht die Gefahr, dass sich der Darm an die künstlich herbeigeführten Entleerungen gewöhnt. Die begleitende Darmreinigung ist ein Abschnitt in meinem neuen E-Book Darmgesund, Menschgesund. Hier findest du eine detaillierte Anleitung zur selbstbestimmten Durchführung der Schwefelkur. Im nächsten Video wird es um den Säure-Basen-Haushalt und die begleitende Entsäuerung des Körpergewebes gehen.